Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800, wo sie gerade streiken. Ja Leute, weiter geht's mit der Vollversion. Wir sind ja gerade dabei, möglichst schnell Stufe 3 zu erreichen. Ne? Wir haben jetzt ja letzte Folge schon ziemlich viel erreicht, sind kurz davor, ne, dass wir Stufe 3 upgraden können. Wir müssen jetzt hier gerade noch ein bisschen Stahl herstellen, was wir aber auch schon gemacht haben. Haben jetzt noch einen kleinen Aufstand, aber die Polizei scheint sich gerade darum zu kümmern. Guck mal Leute, da sind sie gerade unterwegs mit dem Wagen. Wir können ja mal gucken, können wir denn zufällig schon mobilisieren? Geht leider noch nicht. Da ist die Bevölkerungszufriedenheit leider zu niedrig. Okay, alles klar. So, währenddessen müssen wir jetzt mal schauen. Ich sollte an sich wirklich mich erstmal darum kümmern, dass wir noch ein bisschen mehr Einwohner reinbekommen. Dass wir auch gleichzeitig Bilanz noch ein bisschen erhöhen können. Ne? Das machen wir mal noch eben. Und es wird auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal versprechen, auf einen Krieg hinauslaufen. Mit diesem guten Kollegen hier. Mit dem hier. Denn dieser Karl Leonard von Malching, das ist auch ein übelst unsympathischer Typ, aber das größte Problem ist, der hat diese Insel eingenommen, die ich gerne für mich selber hätte. Denn, ich kann das mal eben zeigen, hier gibt es Jagdgründe und genauso Salpetervorkommen. Ne? Und beides brauchen wir unbedingt und das ist die beste Insel dafür. Ich freue mich so, ich freue mich so. Ich kann wirklich kaum erwarten, bis wir dann Stufe 4 erreicht haben. Ne? Und dann auch endlich die neuen Schiffe und dann können wir Zug machen und so weiter und so weiter. Bin ich super gespannt drauf. So, ich denke, das reicht erstmal. Ich will es erstmal auch noch nicht übertreiben. Aber ich glaube trotzdem, Fisch und so sollten wir gleich mal wieder nachziehen. Das machen wir eben. So, Moment, machen wir hier hin. Okay, Sekunde, Leute, das passt hier leider nicht hin. Dann machen wir Schnupp. So, hier. Den Weg würde ich wegmachen. Ab hier. So, dann machen wir den stattdessen hier hin. Warum jetzt hier die Fischehütte? Oh nein, das geht trotzdem nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich es hier direkt dran haben. Moment, dann machen wir das hier in eins hoch. So. So. So ist okay erstmal. Ich glaube, ich brauche gleich noch eine. Dann haben wir das erstmal. So, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir uns auch bald wieder um Arbeitskleidung kümmern müssen. Das können wir eigentlich gleich jetzt schon mal machen. So, machen wir gleich mal zwei, würde ich vorschlagen. So, Moment. Hier ein Feld, hier ein Feld, hier ein Feld. Ich werde hier gleich jetzt auch noch ein Warenhaus hinbauen. Ansonsten wird das hier definitiv gleich überlastet sein. Wobei, wir könnten natürlich das auch upgraden, aber Schaden tut das auf jeden Fall nicht, wenn wir hier noch eins hinsetzen. So, machen wir so hier, machen wir noch einen Weg lang. So, und wir brauchen zwei Webereien. Hier können wir noch vielleicht nochmal einen Weg später lang bauen. Na nö, machen wir dann anders. Machen wir so hier erstmal. So, das sollte jetzt auch erstmal okay sein. Wirtshaus, das haben wir noch gar nicht. Lass das mal bauen, Leute. Nein. Ah, hier passt das perfekt rein. Okay, machen wir hier. Einfach gegenüber vom Marktplatz, das sieht doch gut aus. So, dann Schnaps ist bestimmt auch nicht mehr so super, würde ich zumindest mal denken. Das ist übrigens Bier. Hier haben wir Schnaps. Geht schon wieder nach unten, alles klar. So, hier war das Verhältnis 1 zu 1. Ich habe aber 3 Kartoffelhöfe, aber nur 2 Schnapsbrennereien. Okay, dann bauen wir erstmal noch eine Schnapsbrennerei. So, wir machen gleich noch ein Feld. Machen wir noch ein Feld hin und hier noch eine Schnapsbrennerei. Und dann sollte das mit dem Schnaps auch hoffentlich erstmal laufen. Denke ich zumindest. So, okay. Alles klar. Beim Bauern ist jetzt erstmal wieder alles in Ordnung. Ey, krass, ne, wie lange dieser Aufstand braucht, ey. Ist echt der Wahnsinn. Hier haben wir eine Quest. Mal sehen, ob sie ihren Grundsätzen treu bleiben. Jo, das können wir machen. Eine Abholaufgabe. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. So, okay, wo sollen wir hin? Hier sollen wir hin. 3 Schiffbrüchige müssen wir retten. Das mache ich gerne. So, wie sieht's denn aus jetzt mit dem Aufstand? Okay, nur noch hier. Also wir haben ihn gleich niedergeschlagen. Und wir haben auch wieder eine positive Bilanz. Also darauf müssen wir uns jetzt erstmal wirklich sehr, sehr dolle konzentrieren. Die Straßen sind wieder sicher. Juhu! Nice. Das Problem ist halt vor allem die Stahlproduktion, dass die übelst teuer ist. Und wirklich richtig viel kostet. Aber jetzt kriegt man das hin. Ich will jetzt erstmal irgendwie die Bilanz von irgendwie 500, 600 plus erreichen oder so. Das wäre erstmal relativ wichtig. So, solange ich kann, baue ich gleich mal noch mehr Häuser hier. Hier noch welche hin. Dann hier genauso. Und hier genauso. Dann würde ich den Weg auch nochmal umändern. Hier gleich. So. Nicht schön, aber hässlich. Aber gerade später dann kommt da sowieso noch ein bisschen mehr Abwechslung rein. Ich werde auch später dann bestimmt versuchen, das alles noch etwas schöner zu gestalten. Aber erstmal kommt es mir darauf an, schön voranzukommen, dass wir den neuen Content uns angucken können. So, Kirsche haben wir mittlerweile, das ist wunderbar. Nachdem wir die Quest gelöst haben, würde ich auch vorschlagen, dass wir anfangen, auf dieser Insel hier Hopfen abzubauen, damit wir
das dann hier rüberbringen und hier Bier produzieren können. Das machen wir dann als nächstes. Seife würde ich sogar davor noch in Angriff nehmen. Können wir sogar schon starten. Da haben wir genug Stahl dafür. Okay, das ist super. Dann machen wir das erstmal. Eine Minute, 30 Sekunden. Okay, also zwei davon, eins davon. So machen wir das jetzt. Dann einfach direkt hier weiter. So drei da. Zwei davon. Ein kleines Dankeschön für dich. Ah, nee, das war nicht, wie ich wollte, glaube ich. Warte. Hieran sind Erwartungen geknüpft. Oh, die machen mir Geschenke. Das ist aber lieb. Ich habe es auch aktuell wirklich nötig. Aber die sind auch lieb. Mit dem will ich auch keinen Krieg dann später. Mit den anderen will ich dann später Krieg. Also, was heißt wollen? Aber wir wollen die Insel. Und ich mag den einen Typen auch nicht. So, hiervon haben wir zwei. Dann brauchen wir hiervon zwei. Ja, macht sich eigentlich ganz gut so. Und dann brauchen wir eine Siederei. Wobei ich die Siederei gerne auch direkt hier dran kann. Ah, hier können wir die noch ansetzen. Dann ist die näher am Bahnhaus dran. So wie ich das bisher verstanden habe, ist das deutlich effektiv, wenn man das so macht. Könnten natürlich auch... Moment, wir machen den Weg hier weg. Verschieben das Gebäude. Auch wenn das immer ein bisschen was kostet, aber okay. Wir haben ja gerade was geschenkt bekommen, was super nett ist. Und die Bilanz, die wird jetzt auch langsam besser. Ne, darauf müssen wir uns jetzt halt auch ein bisschen konzentrieren. So, jetzt können wir nämlich hier wieder upgraden. Machen wir das mal. Ich musste gerade an dich denken. Und dann nehmen wir nämlich gleich... Och, das ist ja lieb. Und dann nehmen wir nämlich auch gleich nochmal mehr ein. So. So, so. Okay, können wir erstmal so lassen. Stand gespeichert. Ah, ich freue mich, Leute. Das ist so schön, ey. Das war vor einem Monat so schrecklich gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht, Anno zu zocken. Und dann musste man noch einen Monat warten, bis es weitergeht. So, hier muss man es hinbringen. Alles klar, okay. Die lösen wir relativ easy, die Quest. So, Leute, okay. Wollen wir die Stahlproduktion gleich noch boosten? Ich würde fast sagen, oder? Das würde Sinn machen. Auch wenn die Betriebskosten von den Gebäuden extrem hoch sind, sollten wir das machen. Wir brauchen nämlich noch... Also wir müssen ja gucken, ne? Eisenmine 15 Sekunden. Aktuell haben wir einen Hochofen, wo 30 Sekunden ist. Also würde es Sinn machen, noch einen zweiten Hochofen zu bauen. So, den bauen wir. Ja, können wir ja natürlich direkt dran bauen. Wir müssen nicht mal Handel treiben. So. Nur für den Fall der Fälle. Ja, gerne. Ich handle gerne mit dir, meine Liebe. Jetzt können wir endlich von der Güte des anderen profitieren. Ja, das ist super. So, und Stallwerk ist ja 45 Sekunden. Sie wissen, wer Güte verdient. Ja, das heißt, davon können wir sogar drei bauen. Aber wir brauchen... Höchst viel. Alter, der Typ, der nervt jetzt schon wieder. Aber dieses Stahl, was wir hier herstellen, können wir auch für Kanonen benutzen. Und deswegen meine ich, dass wir noch ein zweites Stahlwerk machen. Und als drittes machen wir dann so eine Kanonenfabrik, würde ich vorschlagen, weil wir uns das leisten können. So, da würde ich mal hier noch ein zweites Warenhaus hinsetzen. Und ich würde sich das hier nicht so schlecht machen. Machen wir hier hin. Ja, das wird jetzt hier langsam etwas dreckig. So, und Kanonen, kann ich euch mal eben zeigen. Eine Kanonengießerei braucht man auch Stahl, das was wir im Hochofen machen. Und aktuell haben wir aber einen Überschuss an Stahlproduktion. Das heißt, wir könnten jetzt schon eine Kanonengießerei bauen. Sie da nicht rum, geben Sie schon her. Da warte ich aber noch ein bisschen, bis die Bilanz besser ist. Und dann stellen wir auch Kanonen her. So. So viel Güte macht demütig. Okay. Sind unterwegs. Alles klar. Bevor ich jetzt irgendeine Quest noch mache, würde ich mich jetzt gerne erstmal um Hopfen kümmern, dass wir Bier herstellen können. Diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Ja, machen wir Konsumverhalten. So. Entschuldigen Sie, ich habe Sodbrennen. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Jo, okay, Stahl sollte jetzt auch ordentlich anlaufen. Beugt sich das Volk schon ihrer eisernen Knote? Oh je. Ach, der mag das nicht, ne? Wenn Leute in Minen Sie arbeiten haben und so. Einfluss verloren. Das ist schade. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Allianz. Uiuiui. Okay, jetzt willst du es wirklich wissen. Ja, können wir machen. Du bist nicht gerade im Krieg oder so, oder? Also bisher ist sie mit niemandem im Krieg. Sie ist sogar mit den Piraten im Frieden. Was geht ab? Okay, dann machen wir Allianz, meine Liebe. Sei nicht so förmlich. Natürlich nehme ich an. So, okay, cool. Ja, die ist ja auch lieb. So, Leute, wir gucken jetzt mal schnell. In Bente bringt mich dazu, Ihnen ebenfalls zu vertrauen. Wir müssen unbedingt das Warenhaus hier upgraden. Geben Sie es zu. Auch Sie heischen nach Ihrer Gunst, nicht wahr? So, Klamotten sieht schlecht aus, darum kümmern wir uns gleich. Machen wir hier hin. Ich mache am besten gleich wieder zwei. Machen wir hier auch noch eins hin. So, dann kommt hier das Warenhaus hin. Machen wir am besten... Ja, wenn ich hier hin mache, kann ich sogar hier
nochmal machen. Ich bin sogar dafür, dass wir gleich Segel herstellen. Deswegen brauche ich gleich ein paar mehr. Dafür brauchen wir nämlich auch Schäferei. So, und dann jetzt hier einfach die Felder hin. So, so, so. Und hier genauso. Wobei mir das aktuell nicht gefällt, dass hier diese dreckige Fabrik direkt daneben ist. Ne? Das ist ein bisschen unschön eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Ich muss sogar, Moment, das Gebäude hier würde ich noch eins weiter nach unten machen. So, und jetzt kann man das hier mit dem Binden. So, und jetzt hier noch drei Felder hin, dann hätten wir das. Bam, bam. Hier geht nicht, machen wir hier hin. Und jetzt zwei Webereien. So. Hier genauso. Und eine Säge. Weberei hätte ich gerne genommen. Machen wir so hier. So, wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch Kanonen herstellen. Und dann könnten wir theoretisch dann schon starten. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal noch eine bessere Bilanz. Ne? Weil das wird sonst alles immer teurer und teurer und teurer. Wir haben jetzt aber auch bald genügend Stahl, dass wir die Schule bauen können. Und damit sind unsere Bürger noch mehr zufrieden und unsere Arbeiter. Und es gibt dann quasi auch noch mehr Steuereinnahmen. Ich würde mal eben noch schnell hier ein bisschen upgraden. Ich sehe gerade, dass wir da nicht mehr... Bilanz sieht nicht mehr so gut aus. Geht aber leider nicht. Wahrscheinlich, weil Klamotten gerade schlecht ist, ne? Ja, weil das gerade unten gegangen ist. Okay. Schnaps und so kümmere ich mich dann gleich. Die Flammen sind außer Kontrolle. Oje, Feuer, Feuer, Feuer. Feuerwehr. Mobilisieren. Das könnte jetzt interessant werden. Oh je. Es könnte sein, dass wir noch... Ich sollte noch eine Feuerwehr bauen. Eine Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Setzen wir auch mal hier hin. So. Ja, das ist in Ordnung. Spielstand gespeichert. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Okay. So, aber wir haben es auf jeden Fall irgendwie wieder löschen können, was erstmal sehr, sehr gut ist. So, ich glaube, irgendwo sind auch ein, zwei Gebäude kaputt gegangen. Genau, die können wir wieder reparieren hier. So, ich glaube, das war's schon gewesen. Okay, die Schäden halten sich wirklich in Grenzen. So, gut, jetzt sind sie wieder zufrieden, ne? Bilanz plus 700 ist erstmal sehr, sehr in Ordnung. Der Laden läuft. Theoretisch müsste unser Schiff jetzt auch da sein. Wunderbar. So, Bretter nehmen wir noch mehr mit und Ziegelsteine würde ich auch noch mitnehmen. Die brauchen wir da früher oder später bestimmt. So, okay, und rüber geht's jetzt. Hier müssen wir hin. Alles klar, Leute. So, aber Geld geht erstmal wieder ein bisschen nach oben. Ich würde jetzt erstmal die Schule bauen. Können wir uns sogar leisten. Das heißt, sie sind dann noch zufriedener und die Einnahmen sollten dann noch weiter nach oben gehen. Ja, macht sich sehr, sehr gut hier. Ich würde es nochmal drehen. So. Schnupp. Okay, alles klar. Jetzt sollte es dann gleich noch weiter ein bisschen nach oben gehen. So. Es fehlt auch nicht mehr viel, dass wir upgraden können, sehe ich gerade. Wir brauchen gar nicht unbedingt Bier. Bier ist halt wie Schnaps einfach noch so ein Bonus. Gut, dass die noch zufriedener sind. Okay. Dann können wir an sich jetzt ein bisschen beschleunigen. Und dann haben wir nämlich sogar in der zweiten Folge schon Bürgerstufe 3 erreicht. Achtung. Bipim. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ah, sehr, sehr cool. Das ist richtig cool, Leute. So, dann machen wir jetzt erstmal, was geht. Weil das extrem die Einnahmen noch mehr erhöht. Alles, was ich je wollte, war ein Ort zum Leben und Arbeiten. Und das kostet auch jedes Mal Ziegelsteine, das Upgrade. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. So, Expedition werden wir erst starten, sobald wir die erste Fregatte hergestellt haben oder gebaut haben sozusagen. Das werden wir aber jetzt in Angriff nehmen, Leute. Ich werde jetzt gleich schon mal die Kanonenproduktion starten. Segel haben wir ja schon und dann müssen wir eine Werft bauen und dann können wir das machen. Aber ich will auf jeden Fall ein zweites Schiff haben. So, deswegen klicken wir das erstmal weg und machen das dann später mit der Expedition. So, Leute, unser Schiff ist endlich da, wo wir Hopfen anbauen wollen. Ja, ich überlege gerade, vielleicht würde es ja doch Sinn machen, mit diesem Schiff einfach die Expedition zu starten. Das wäre auch eine Idee. So, aber erstmal müssen wir uns jetzt um Hopfen kümmern. Dafür brauchen wir zunächst erstmal wieder ein paar Einwohner. Machen wir einfach mal hier den Marktplatz hin. So. Das
dürfte erstmal easy ausreichen. Ich fände es auch wichtig, dass wir hier eine autarke Holzproduktion haben. Das heißt, wir bauen jetzt hier auch Holzfällerlager. So, Sägewerk. Hier eins hin. Hier eins hin. Dann machen wir hier eine Straße durch. Aber zwei Holzfällerlager reichen aus. Mehr brauchen wir nicht. So, hier haben wir 100%. Hier 100%. Jo, alles klar. Das ist erstmal in Ordnung. Dann Fischerei machen wir gleich auch noch. Können wir hier eine hinbauen? Mehr brauchen wir da ja nicht. Ich weiß nicht, Klamotten könnten wir auch machen. Da wird man halt automatisch gleich mehr Bürger dazu kriegen, was nicht so schlecht wäre. Als erstes müssen wir das aber erstmal mit dem Weg verbinden. So. Machen wir hier noch ein Warenhaus hin. So. Schäferei können wir uns leider nicht leisten. Da brauchen wir erstmal Bretter. Okay, aber die sind jetzt hier in der Lage, das Ganze von alleine dann herzustellen, was erstmal sehr, sehr wichtig ist. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ah, hier haben wir Dorf erreicht. Alles klar, okay. Ja, die sollen jetzt ja weitestgehend zufrieden sein, ne? Die kriegen jetzt ja alles, was sie brauchen. Und jetzt haben wir auch genug Arbeitskraft. Wunderbar. Jo, Holz kriegt man auch rein. Dann machen wir mal ganz schnell noch Hopfen. Dann können wir nämlich auch endlich die Bierproduktion starten. So, jetzt müssen wir nochmal gucken wegen dem Verhältnis. Getreidefarm 1 Minute. 1 Minute 30. 30 Sekunden. 1 Minute. Zustand gespeichert. Okay, alles klar. Dann bin ich dafür, dass wir 3 davon bauen. Nee, 3 davon bauen, 2 davon, eine davon und 2 davon. Das ist, glaube ich, das ideale Verhältnis, wenn ich mich jetzt nicht total berechnet habe oder so. Also 3 davon erstmal. So. So, wir bauen jetzt einfach auf diese Insel Hopfen an und bringen das rüber zu unserer Hauptinsel und dort machen wir dann die restliche Produktion, würde ich vorschlagen. Das hätte ich vielleicht mehr nach oben machen können. Mal gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen hier, wie ich es mir vorstelle. Aber es müsste eigentlich klar gehen, wenn wir einfach so hier machen. So. Und jetzt hier genauso noch einfach rüber. So. So, Leute. Okay, lasst uns erstmal um die Bierproduktion kümmern, dass wir das fertig haben. Hopfen haben wir jetzt ja. Getreide, hatte ich gesagt, brauchen wir 2 zusätzlich. Das machen wir alles auf dieser Insel hier. Jetzt müssen wir nur, dürfen wir noch nicht durcheinander kommen. Ne? So, machen wir hier eins hin. Und hier eins hin. So. Und hier genauso. Sieht halt immer so schön aus. So. Hier einfach den Berg entlang noch ein bisschen. Moment. Genauso. Jetzt brauchen wir eine Mälzerei. Machen wir auch direkt hier hin. Und eine Brauerei. Ne, 2 brauchen wir davon sogar. Und dieses Warenhaus müssen wir definitiv dann upgraden. So hier. Und die Brauerei, die zweite. Ja, ich würde die mal hier hinsetzen. Und hier noch ein zweites Warenhaus hinmachen. Früher oder später werden wir eh noch mehr hinbauen. Nichtsdestotrotz müssen wir das hier upgraden. Sonst kommt das nicht mehr hinterher. Definitiv. Wir müssen unbedingt die Bilanz noch weiter pushen. Auch wenn wir dann alles wieder ein bisschen nachziehen müssen und so. Aber das macht auf jeden Fall Sinn. So, schnupp. Oh, Straßenlagen. Genauso. So krass, wir haben schon über 3000 Einwohner. Guck mal, wie die Bilanz gerade runtergegangen ist, ey. Einfach nur, weil ich jetzt Bier herstelle. Das ist echt unglaublich. So, hier ist der Marktplatz. Hier können wir auch noch mehr hinbauen. Das wird eine richtig große Stadt, ey. So. Und hier genauso. Schnipp. Schnipp. Machen wir gleich auch noch mal Felder hin. Da werde ich jetzt auf jeden Fall einiges nochmal nachziehen müssen. Dafür dürfte die Bilanz dann deutlich besser sein nochmal. Okay, so, das passt erstmal eigentlich. Hier noch ein Weg und hier noch ein Weg. Es ist so übel, wie das gerade übelst nach oben boomt. So, yay, Bilanz, das erste Mal über 1000. Das ist wunderbar. Und schon wieder haben wir kein Holz mehr. So, guck mal, Leute. Über 1000 machen wir jetzt schon. Das heißt, wir können jetzt endlich die Schiffswerft bauen. Segelschiffswerft. Ich baue wahrscheinlich erstmal einen kleinen Schoner oder so, dass wir dann den Hopfen hier immer rüber transportieren können. Ich kann es mir nicht leisten. Doch, ich kann es mir leisten. Puh, Gott sei Dank. So. So, dann gucken wir mal eben. Schoner. Dafür brauchen wir einfach nur 20 Bretter und 10 Segel. Damit könnten wir aber erstmal ordentlich transportieren. So, ab geht's. Wir bauen unser erstes Schiff, Leute. Großartig.
So hier und so hier. So, das sollten wir auch unter Kontrolle haben. Alles klar, Leute, unser Schoner ist fertig. Mal gucken, wie es getauft wurde. Das heißt, gute Hoffnung. Okay, das ist doch mal ein sehr schöner Name. So, machen wir eine Handelsroute. Die erste Handelsroute, die wir machen, in der Anno-Vollversion. Und zwar von hier. Route einrichten. Handelsroute. Charterroute geht auch, okay. Von hier nach hier. So, dann bitte laden, hopfen. Haben wir hier annehmen. Und das bitte hier entladen. Und dafür hätten wir gerne die gute Hoffnung annehmen. So, jetzt sollte es losgehen. Jo, läuft. So, ich hoffe, dass das Schiff halbwegs safe ist. So, wir gucken mal. Bierproduktion, das hatte ich schon gestartet, oder? Das müsste dann losgehen sozusagen. Wir gucken mal, ob ich das Gebäude hier da habe. Ja, das Gebäude habe ich da. Und Bierbrauerei habe ich auch da. Okay, das läuft dann also auch. Dann lass nochmal gucken, ob noch irgendwas jetzt nach unten geht oder stagniert ist. Und ansonsten ist es erstmal okay. Die Bilanz ist in Ordnung mit 800, auch wenn ich die natürlich noch weiter oben sehen will, dann über die Zeit. Brot ist auch stagniert. Okay, dann werden wir uns noch um Brot kümmern. Ja, da können wir das ja alles schön ausfüllen, wo wir sonst nie Gebäude hinbauen könnten ordentlich. So, und hier genauso. Wobei, wir haben auch noch eine Küste, die wollen wir später vielleicht dann auch noch benutzen. Dann machen wir es mal so und so. So hätten wir. Okay, Brot haben wir auch. So, dann schauen wir, ob noch irgendwas gerade stagniert ist. Würste haben wir uns schon gekümmert. Das müsste eigentlich bald dann wieder nach oben gehen, wenn das einmal angelaufen ist. Das sieht eigentlich gut aus jetzt. Sieht erstmal okay aus. Das heißt, wir können uns jetzt bald auch um neue Sachen kümmern. 4300 Einwohner haben wir schon. Und das in der zweiten Folge. Das ist echt krass. So, ich hoffe, das kommt euch auch entgegen, dass ich das hier alles ein bisschen bündiger mache und so. Ne, ich glaube, euch geht's genauso wie mir. Ich bin einfach super neugierig auf den Content, den wir noch nicht kennen. Ich hoffe, das ist okay so. So, gut, alles klar. Der Schoner. Wir gucken mal, ich hätte den schon mal belegen können. Ich glaube, mit Tab kann ich einfach rüber switchen. Machen wir auf die 2 erstmal. Und der hat 41 Hopfen immerhin geladen. Das ist schon mal ganz schön. Wir können die Route sogar noch ein bisschen umändern. Routen. Und wir machen mal... Dann machen wir nämlich hier Hopfen in den zweiten Slot auch noch rein. Ich weiß nicht, ob das automatisch machen würde. Ich glaube nicht. Annehmen. So, gut. Die Hopfenproduktion werden wir dann später dann auf jeden Fall noch weiter erhöhen. Aber erstmal ist das jetzt so okay. What? Plus 2000? Wegen Bier? Oder warum? Ja, weil Bier nach oben geht. Plus 2500 machen wir als Bilanz, Leute. Richtig nice. Also, ich bin gerade richtig glücklich. Guckt mal, Bilanz, das ist super nice, weil wir die ganze Zeit wirklich krasse Geldprobleme hatten. Plus 2700 sind wir jetzt, Bilanz. Richtig nice. So Leute, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen Goldmünzen sammeln, beziehungsweise mit dieser Folge hier erstmal Schluss machen. Aber wir haben echt viel geschafft, wir kommen gut voran bisher. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir nächste Folge dann schon den neuen Content von der Vollversion haben. Mal gucken, ne? Auf jeden Fall werden wir dann bald jetzt Krieg führen gegen den Dude hier, weil die Insel, die wollen wir auf jeden Fall für uns haben. Die Expedition werden wir jetzt starten. Wir haben jetzt ja gleich genügend Bier, dass wir das machen können. Und dann wird es auch nicht mehr so lange dauern, bis wir Stufe 4 irgendwann erreichen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann geht's erst los. Ich bin auch, wie gesagt, die Züge und alles, ich kann es gar nicht richtig erwarten. Man merkt das vielleicht auch ein bisschen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Denkt bitte an den Support, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüssi.